Ja, liebe Freundinnen und Freunde, einige von euch wissen es, ich habe mich in den letzten 5 Jahren vor allen Dingen für den BUND auf Bundesebene eingesetzt. Zuerst im Bereich der Handelsabkommen TTIP, dann vor allen Dingen im Bereich des Klimaschutzes und zum Schluss in der Verkehrspolitik. Ich hatte in dieser Zeit auch das Vergnügen, in der Verkehrskommission der Bundesregierung, der kleinen Schwester der Kohlekommission, teilnehmen zu dürfen. Und das ist diese Kommission, wo Andi Scheuer gesagt hat, wieder jeden Menschenverstand sei das, was da diskutiert wird. Nur weil wir über das diskutiert haben, was völlig normal ist, dass man nämlich über Steuerpolitik redet und über Tempolimit redet. Und deshalb habe ich auch ganz besonders schmerzlich erlebt den Einschnitt des 20. September, 1,4 Millionen auf der Straße. Und ich habe es erlebt vor dem Kanzleramt und hinter den Mauern des Kanzleramtes, Drückeberger, Politikverweigerung, diejenigen, die eigentlich unsere Zukunft verspielen, sowohl klimapolitisch als auch wirtschaftspolitisch. Und lassen wir uns das nicht erzählen, es sei der Wirtschaftsflügel der CDU, das wird ja oft behauptet. Die Wirtschaftsverbände, die Gewerkschaften, ist vorhin schon gesagt worden, die Umweltverbände sowieso, Fridays for Future, die Schüler, die Wissenschaftler, alle in diesem Land sind weiter als diese Bundesregierung bei der Klimapolitik. Es sind die marktradikalen Ideologen innerhalb der CDU, die dort ihr fröhliche Urständ feiern. Und da kommen auch wieder Leute hervor, die waren bereits gegen den Atomausstieg, die waren gegen die Energiewende, die haben das EEG von vornherein abgelehnt. Diejenigen sind diejenigen, die die Verhandlungen derzeit in der Bundesregierung bestimmen. Und das ist ein Skandal, weil es staats- und gesellschaftszersetzend ist, was sie betreiben. Wir erleben nämlich eine perfide Strategie. Die einen hindern innerhalb der Bundesregierung die Politik daran, dass sie effektive Maßnahmen zum Klimaschutz betreibt. Die anderen klagen zusammen mit Gelbwesten und der AfD gegen handlungsunfähige Regierungen. Und deshalb brauchen wir sehr dringend und sehr schnell, und ich fürchte auch, es wird noch ein Jahr dauern, das Jahr 2020 wird deshalb für uns ein ganz zentrales Jahr im Bund, in Rheinland-Pfalz werden. Wir brauchen ganz dringend eine andere Bundesregierung. Und wir brauchen diese Bundesregierung, weil das, was sie bisher getrieben hat, gesellschaftszersetzend ist, weil sie gegeneinander die Menschen aufhetzt und weil sie nicht zur Problemlösung beiträgt. Liebe Freundinnen und Freunde, wir brauchen mit Annalena, mit Robert, mit Anne hier in Rheinland-Pfalz sehr schnell eine Bundesregierung, eine Landesregierung, die nicht nur über die Probleme redet, manchmal sogar die Botschafter verprügelt, sondern die Probleme löst. Das ist das, was wir in den nächsten 2 Jahren brauchen und vor allen Dingen im nächsten Jahr. Herzlichen Dank.